Hallo, meine Lieben, heute gibt es ein Wickeltisch-Update für euch. Ich habe ja schon mal ein Video über unseren Wickeltisch gedreht, aber es hat sich so ein bisschen was verändert und ich habe euch im letzten Vlog auch gefragt, ob ihr sowas mal sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit unserem Wickeltisch. Meine Katze möchte gerne wohl das Baby spielen gerade. Lisi, bist du ein Baby? Möchtest du gewickelt werden? Meine Lieben, das hier ist unser Wickeltisch, wie ihr wisst. Der ist von Ikea. Nein, 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 nein. Na toll. Nein. So, ja, unten haben wir ganz viele Kisten drinne. Das seht ihr bestimmt, weil man es auch einfach nicht anders nutzen kann. Die Fläche hier ist sehr, sehr groß. Also dieses Fach ist sehr, sehr groß. Und ich wollte eigentlich schon hier in der Mitte noch so ein Regal ranbauen lassen, weil ich einfach viel zu viele Sachen habe und da passt einfach nicht so viel hin. Aber erstmal habe ich hier so fünf kleine Kisten. Die drei Kisten hier bilden so eine kleine Raupe hier so voll süß. Und dann hinten habe ich noch zwei grüne, lange Kisten. Und was da gleich alles drin ist, zeige ich euch. Und ja, hier oben drauf haben wir eine Wickelauflage. Die ist so grün mit Sternchen drauf. Darauf habe ich immer ein verschiedenes Spucktuch. Das habe ich dann hier einfach so überall drum, damit es einigermaßen ordentlich aussieht. Und hier oben haben wir noch so ein kleines Lämmchen. Das finde ich total süß. Liegt hier schon seit Jahren auf dem Wickeltisch und auch im Babybettchen. Deswegen. Ja, finde ich, das ist da oben voll süß gemacht. Und hier habe ich so eine kleine Lampe für die Nacht. Da muss auch eine Glühbirne rein. Und hier haben wir eine kleine Blume und ein Bildchen vom Felix. Ja, das ist so unser Wickeltischbereich. Oh nein. So, ja, mehr haben wir eigentlich zu dem Wickeltisch nicht mehr zu sagen. Wir haben hier oben kein Mobile mehr, weil das hängt ja da zurzeit. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier unten weiter. Da haben wir, wie gesagt, zwei große Fächer. Und drei kleine. Hier am Rand steht noch Jadens Bild. Das muss unbedingt noch angehängt werden. Und für Mel muss ich ja auch noch eins machen. Und ja, dann haben wir wie gesagt eine große Kiste. Ich hole die mal raus. So, hier unter haben wir übrigens ganz viele Babyzeitschriften. Ja, hier sind unsere Babynahrungen drin. Kann ich euch auch mal aufmachen. So. Halt auch mit Löffel dann. So Löffel und auch einen Trichter. Ja, das ist hier drin. Das muss ich auf jeden Fall wieder neu kaufen bald. So. Und dann haben wir hier einfach nur noch Wickelauflagen drin. Das sind die ganz normalen von Baby Dream. Von Rossmann. Ja, sind 10 Stück drin. So sehen die aus. So ein bisschen Zirkus. Artig. Und Feuchttücher. Da haben wir einmal ein Paket von Lidl. Das ist schon angebrochen. Und hier unten haben wir ein Paket. Das hat mein Hund schon aufgefressen. Seht ihr das? Das ist von Rossmann. Das war in unserem Babypaket mit drin. So, nächste Kiste ist diese hier hinten. Die ist schon. Guckst du mir zu, Mausi? Hm? Das Licht blendet. So, nächste Kiste, die ist schon etwas voller. Zum einen haben wir hier oben unsere Lillidoo-Windeln. Diese hier, Lillidoo Nummer 3, das sind die von Lennox. Dieses Motiv hier drauf. Da haben wir auch nicht mehr viele, da müssen wir auf jeden Fall nochmal neue besorgen. Und sonst haben wir hier alle eigentlich nur Windeln drin. Hier haben wir einmal Schnuller, die sind eingepackt. Lennox und Jaden. Also mit den Namen drauf von den beiden. Die muss ich auf jeden Fall noch bearbeiten. Dann haben wir den First Look noch eingepackt. Der ist ja für die Mel. Ein Schnullerpaket, was ich auch noch nicht ausgepackt habe, für die beiden Jungs. Und neue Nuckel für unsere Nuckflasche. Flaschen, wir haben ja ganz schön viele. Und dann haben wir hier noch zweimal von den kleinen Glückskind-Schnuller von Baby Love. Da gehört einer Jaden, einer Lennox. Die muss ich auch noch machen. Und sonst ist da nichts mehr drin. Und dann haben wir hier verschiedene Windeln. Einmal von Huggies. Diese
kleinen Schwimmerwindeln, also so Badewindeln. Dann ein Reihen voll mit Pampers Newborn. Da haben wir richtig, richtig viele. Hier sind sogar noch die ganz alten. Die habe ich schon bestimmt so 2 Jahre oder 3 Jahre hier liegen. Die auch nicht mit diesem Strich, mit diesem gelben Strich in der Mitte sind. Seht ihr den Unterschied hier? Da sieht man ja, ob die Windel voll ist oder nicht. Und das haben die hier noch nicht. Aber ich finde die trotzdem total toll. Und das Motiv ist so süß. Ja, davon haben wir auf jeden Fall auch noch richtig, richtig viele hier. Also Windeln brauche ich echt nicht kaufen. Ich war halt so ein Windelfanatiker damals. Und habe immer Windeln mitgenommen. Das hier sind dann die etwas älteren noch, aber haben auch schon den Streifen. Und das hier sind jetzt die ganz, ganz neuen. Die haben jetzt schon den grünen Streifen. Sind halt ganz, ganz neu. Also Windeln haben wir wirklich extrem viele. Halt alles Pampers Newborn, hier auch. Hier unten sind auch schon die neuen dann von Pampers, also auch die Newborn noch. Und hier sind noch drei größere für Lennox. Das ist dann auch Größe 1, aber die sind etwas größer bei Rossmann. Ja. Das war es dann auch schon von den Windeln. So, da haben wir schon mal die Hälfte fertig. Und dann geht es hier weiter. Hier habe ich schon mal im Vlog gesagt, dass ich mir unbedingt einen Wäschekorb machen möchte. Und jetzt habe ich endlich so eine kleine Kiste frei bekommen. Hier sind auch schon ein bisschen was drin. Ein Schlafanzug von Lennox und eine Hose von den Kleinen. Ja, das ist unser Wäschekorb. Das sind aber, da kommen auch wirklich nur Sachen rein, die ich wirklich waschen möchte. Also die meine Mutter dann wirklich wäscht. Und den Rest, den sie immer anziehen, das, ja, sortiere ich dann direkt wieder in den Kleiderschrank ein. Oder ich weiß nicht, ob ich dann doch hier rein tue, einfach aus Faulheit oder so. Aber erstmal ist es eigentlich nur für die wirkliche Wäsche, die wir wirklich waschen dann. Dann haben wir eine nächste Kiste. Da sind so ein paar Sachen drin, wie jetzt zum Beispiel die Schnuller. Da sind auch einige noch nicht fertig. Die sind aber alle hier drin erstmal. Also alle die hier von Mom. Da sind auch schon einige, sind auch schon fertig. Der hier zum Beispiel ist fertig, der auch. Ja, ist also unsere Schnullerkiste. Halt alle drinne. Und sonst haben wir hier ein Mulltuch, Mels Bauchplatte und Stofftiere, hier ganz viele aus dem Krankenhaus, eine Decke und eine Kinderwagenkette. Diese Decke hier hatte mein Bruder als Baby, die habe ich ihm zur Geburt geschenkt und ich finde sie so toll, aber ich benutze sie irgendwie nie, weil ich sie so schön finde und ich will sie einfach nicht benutzen. Aber die ist richtig, richtig schön. Und ja, die liegt halt hier unten drin. Und halt Kinderwagenkette, wie gesagt. Stofftiere sind hier immer drin. Katze ist auch noch da. So, und hier sind alle unsere Flaschen drin und unsere Nuckel. Da haben wir zum einen diese hier. Dann haben wir diese hier. Also ihr seht schon, wir sind absoluter Nook-Fan. Ich finde die einfach so toll. Dann haben wir so eine hier. Eine kleinere. Dann haben wir auch mal eine von Avent hier. Und noch so. Und die hat mein Hund auch schon angefressen. Hier unten. Dann haben wir ganz, ganz viele Nuckel. Natürlich für jede Flasche ein. Ne? Muss ja sein. Ich für Avent noch. Noch einen für Avent. Und noch einen für Nook. Dann haben wir noch eine Aventflasche. Dann haben wir hier noch zwei Stöpsel. Eine Glasflasche von Nook. Die finde ich richtig, richtig toll, weil die einfach so leicht zu reinigen ist. Eine meiner Lieblingsflaschen. Meine absolute Lieblingsflasche ist diese hier. Nagelneu, noch nie benutzt. Eine kleinere Flasche, mal nicht von Nook. Und noch eine mittlere von Nook. Das sind so die Flaschen, die wir haben. Aber man möchte halt immer neue Flaschen kaufen, wenn man irgendwelche neuen sieht. Es recht, jetzt gibt es ja wieder neue von Nook. Und die neuen Designs sind natürlich immer der richtige Oberhammer. So, sind wir fertig? Da will jemand kuscheln. Da will jemand kuscheln. So, ja, das ist unser Wickeltisch. Im Moment ist er so aufgebaut. Wenn sich irgendwas ändert, werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Ja, und damit würden wir Tschüss sagen.